Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ansteuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Heute bin ich natürlich wieder nicht alleine. Ich habe einen spannenden Gast eingeladen, und zwar Dennis. Dennis Weller. Hallo, herzlich willkommen. Hi Melchior, danke. Stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Warum machst du das, was du machst? Ja, also du darfst kurz antworten. Du musst nicht deine Lebensgeschichte jetzt sofort erzählen. Gut. Ja, also ich bin Dennis, arbeite gerade bei Contest als Produktmanager in Berlin und ja, bin jetzt hier. Spannend. Wir kennen uns ja eine Weile. Ich habe auch für Contest gearbeitet eine ganze Weile, also ehemalige Kollegen. Und du hast ja irgendwann deinen Werdegang mal angefangen in der Steuerberatung, als Auszubildender zum Steuerfachangestellten, richtig? Ja, korrekt. Ich meine, wir kennen uns ja, weil du mich auch eingestellt hast. Deswegen, aber wenn wir an den Anfang gehen, wie bin ich überhaupt da hingekommen? Also ich habe auch ganz klassisch mit einer Ausbildung angefangen zum Steuerfachangestellten. Bin da gelandet, weil ich musste nach der Schule, musste ich irgendwas anderes machen als lernen. Hatte dann die Fachhochschulreife abgeschlossen und bin dann ganz in eine klassische Kanzlei gewandert. Auch bei mir im Heimatort ganz unspektakulär, mittelständisch und interessanterweise hauptsächlich Landwirte als Mandate. Ja, das ist so eine komplett eigene Welt, weil Landwirtschaft so ein bisschen anders funktioniert. Also entweder Landwirtschaft, entweder ist man ganz Landwirtschaft oder gar nicht Landwirtschaft. Also so eine Durchmischung gibt es da ja nicht wirklich. Genau, die haben auch andere Tools. Und in dieser Kanzlei gab es halt ein kleines Gewerbeteam. Die haben dann die Gewerbe gemacht. Und ich bin auch dort gelandet, weil familiärer Hintergrund. Meine Mutter ist Steuerfachangestellte. Mein Vater halt Unternehmer. Und deswegen bin ich dann da erstmal relativ ziellos tatsächlich gelandet, weil sich das einfach angeboten hat. Aber bin dann mit der Zeit da reingewachsen. Genau. Das heißt, ich würde mal sagen, es ist ja fast ein klassischer Weg in die Steuerberatung, irgendwie über irgendwelche Verwandten oder Eltern da hingekommen, weil man sich als Außenstehender so nicht wirklich. Also viele Leute können sich als Außenstehende gar nicht so richtig vorstellen. Die machen vielleicht mal eine Steuererklärung oder kriegen das mit, dass die Eltern das machen, aber viel mehr Vorstellungsvermögen ist gar nicht da, was man eigentlich so tut in der Steuerberatung. Ja. Und ja? Ich denke, viele machen halt eine Banklehre oder so. Und Steuern ist dann schon nochmal ein bisschen spezifischer. Da muss man schon irgendeine Verbindung meistens zu haben. Ja, und dann, genau, dann hast du als Steuerfachangestellter gearbeitet in der Ausbildung und wie ging es dann weiter? Das hat so ein bisschen, muss für die Zuschauer und Zuhörer erklären, hat so ein bisschen so ein Vorstellungsvibe. Ist nicht der Fall. Dennis und ich arbeiten ja nicht mehr zusammen, aber ich finde deinen Weg so sehr spannend, deswegen musste ich dich einladen. Wie ist es denn für dich weitergegangen, quasi nach der Ausbildung in der kleinen Ortschaft? Ja, also ich meine, dadurch, dass es eben eine klassische Steuerberatung war, hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl, ich muss irgendwie nochmal was anderes sehen, auch vielleicht perspektivisch auch aus Wolfenbüttel, wo ich herkomme, rauskommen. Und das habe ich beim Studium leider noch nicht geschafft. Ich bin nämlich noch in Wolfenbüttel geblieben, an der Fachhochschule dort und habe dann da Recht, Finanzmanagement, Steuern angefangen zu studieren im Bachelor. Das ist quasi so ein Verbundstudiengang, wo man zweimal ein Praktikum macht und sonst halt normal ein paar Semester studiert und dann mit dem Bachelor abschließt. Und das war dann für mich zumindest so der erste Schritt raus aus der klassischen Kanzlei und um nochmal mein Wissen, sage ich mal, zu erweitern und aufzufrischen, was das dann generell für Konsequenzen hatte vom Weitblick her auf die Welt. Das habe ich dann erst im Verlauf natürlich gemerkt, aber es schien mir der richtige Weg, erstmal rauszukommen und nochmal mehr kennenzulernen. Ja, und also da wolltest du mehr sehen und gut, du bist ja auch der fachlichen Spezialisierung treu geblieben. Und dann ging es irgendwann nach Berlin. Und das auch, um die große Welt zu sehen, um die Startup-Welt zu sehen. Oder was war da die Motivation? Ja, genau. Durch das Studium habe ich dann eben diesen Weitblick bekommen.
halt nochmal eine ganz andere Sichtweise auch auf Steuern, weil in der Kanzlei hat man es ja oft, sag ich mal, praktisch, dass man halt die Buchungen macht oder die Abschlüsse fertig, die Steuererklärung erstellt. Das ist ja auch alles gut, um das auch zu lernen, wie es in der Praxis ist. Aber wie ist es eigentlich theoretisch? Wie leitet sich das alles her? Wie funktionieren Gesetze? Und gerade auch dadurch, dass ich diesen Verbundstudiengang hatte mit Recht und Finanzmanagement, gerade den Rechtteil, haben wir halt viel mit dem BGB und so gearbeitet. Ja. Das hat mir dann auch nochmal einen anderen Blick auf die Steuergesetze gegeben, wie detailliert und feingliedrig die eigentlich sind, was man ja in der Praxis guckt man halt selten ins Gesetz oder guckt vielleicht auf die Person an, aber grundsätzlich fragt man vielleicht eher mal den Steuerberater. Und das hat mir auf jeden Fall einen ganz anderen Blick gegeben. Und durch diesen Weitblick eben war mir dann klar, okay, ich muss aus Wolfenbüttel raus. Und für mich war dann einfach vom Gefühl her Hamburg oder Berlin so mal random mein Ziel. Und dann habe ich mich halt umgeschaut. Und dann, genau, gut, du bist in Berlin gelandet. Unsere Wege haben sich irgendwann gekreuzt. Und dann, es ist schon ein Startup gewesen. Es ist zwar auch Steuerberatung gewesen, aber dann, ich würde mal sagen, ein sehr starres, strenges Konzept. Und genau, und hast da jetzt auch erstmal, ich würde sagen, operativ als Steuerfachangestellter Steuererklärung gemacht. Ich glaube, so kann man das für die Zuschauer am einfachsten zusammenfassen, oder? Ja, am Anfang, da wurde gerade das Steuerteam gegründet. Ein paar Monate zuvor, glaube ich, generell der Steuerservice den Contest angeboten hat. Und genau, dann ging es erstmal darum, die Steuererklärungen, die dann noch offen waren, zu bearbeiten. Ja, das heißt, das ist auch eine Tätigkeit, die man, ich so würde mal sagen, operativ auch in vielen anderen Kanzleien einfach antreffen kann, Jahresabschluss Steuererklärungen zu machen. Was jetzt besonders war, es ist ja so eine Mischung zwischen Softwareunternehmen und eine Steuerberatung. Und du hast irgendwann den Weg gemacht quasi von dem operativen Team, ich arbeite alles ab, hin zu dem Produktteam. Also das Team, was eigentlich die Software baut. Und genau darüber würde ich gerne mit dir sprechen und auch so ein bisschen philosophieren, was die Unterschiede sind, wie sich das in der Zukunft verändert, wie du das siehst. Aber vielleicht erzählst du erstmal, wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass du quasi von einem, ich sage immer operativ, das klingt so ein bisschen geschwollen, aber von einem Steuerfachangestellten, der einfach Steuererklärung macht, hin zu, ich arbeite jetzt in einem Softwareunternehmen und baue ein Softwareprodukt. Wie ist das gekommen und warum hast du das gemacht? Also warum wolltest du das? Was fandst du daran faszinierend? Also ist natürlich ein längerer Weg. Also ich bin jetzt 3 Jahre plus bei Contest und die ersten 2 Jahre habe ich, sag ich mal, war ich hauptsächlich dem operativen Bereich zugeordnet. Aber auch schon innerhalb der 2 Jahre habe ich quasi, hat sich meine Tätigkeit ständig gewandelt. Aber am Anfang ging es halt darum, weil wir auch unsere eigene interne Software gebaut haben bei Contest. Ja. Wie verhält sich denn überhaupt die Software in gewissen Aufgaben? Also erstmal haben wir die Buchhaltung umgesetzt, dann haben wir die Steuerbereiche umgesetzt in der Software. Und normalerweise würde man sich vielleicht vorstellen, okay, der Entwickler geht zum Steuerberater und der Steuerberater erklärt dann einfach dem Entwickler, okay, so muss es gemacht werden. In Wahrheit sind dann natürlich ganz viele Zwischenschritte. Erstmal spricht der Entwickler nicht direkt mit dem Steuerberater, sondern da gibt es wahrscheinlich mindestens immer einen Produktmanager. Und dann ist es vielleicht in der Praxis auch so, dass der Steuerberater vielleicht gar nicht so viel Zeit hat, wirklich sich hinzusetzen und Dinge auszuarbeiten, weil es ja auch um operatives Geschäft geht, was es zu leiten gilt. Ja. Und genau an dieser Schnittstelle habe ich dann angesetzt, dass ich quasi zwischen Steuerberater und Produktmanager, sage ich mal, vermittelt habe und bin dann da ein bisschen in die tägliche Entwicklungsarbeit reingerutscht, indem ich als allererstes einfache kleine Tools auch oder Berechnungsgrundlagen so gebaut habe, wenn es jetzt hieß, okay, wir brauchen jetzt was für den PKW, wir brauchen da eine Berechnung, dann habe ich das quasi mir im Gesetz durchgelesen und dann versucht, logisch in einer Excel-Tabelle zum Beispiel aufzubauen und das dann an den Produktmanager weitergeben und wir haben dann darüber gesprochen und dann geht der Prozess halt dort weiter.
Ja, ich glaube, dieser Aufbau, der ist super spannend. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon Gäste von Candice und von Textu und gerne mal reinhören, liebe Zuhörer. Das sind ja so Softwareunternehmen, die schon in der Steuerberatung arbeiten und das, was du beschreibst, ist, das sieht man bei all diesen Unternehmen. Das ist einmal natürlich die Steuerfachleute gibt, auch die Steuerberater. Und dann gibt es so, ich würde mal sagen, auf dem anderen Extrem die Softwareentwickler, die Codes schreiben. Dann gibt es aber noch die, wie du gesagt hast, Produktmanager, die dazwischen sind, die eigentlich eine Art, ja, Schnittstellenfunktion haben, so ein bisschen dolmetschen. Ich will jetzt nicht sagen vordenken, das klingt so ein bisschen so, als wenn Softwareentwickler doof sind und nicht denken können, sondern einfach nur alle Anforderungen sammeln, strukturieren, in einen Anforderungskatalog bringen. Und wie du sagst, allein diese Leute, weil sie die Schnittstelle sind, sind halt unglaublich viel zu tun gehabt. Und ja, du warst dann irgendwann quasi Schnittstelle zwischen den Anforderungen von den Steuerberatern und den Produktleuten. Also so ein bisschen so die Kette. Um es mal ganz sehr bildlich zu sagen, hat gesagt, Steuerberater hat eine Idee oder eine Vorstellung, was eine Software können muss, bespricht das mit dir, du bereitest das so auf, dass ein Produktmanager das kann und der schreibt dann quasi die Anforderungsliste, wie die Funktionen aussehen müssen und gibt das dann an den Softwareentwickler und der schreibt Code. Ja, so kann man sich das vorstellen. Gerade auch wenn man dann was ausarbeiten muss. Ich meine, das kann ja auch mal länger dauern. Und die Zeit will vielleicht auch ein Steuerberater nicht unbedingt investieren. Den kann man dann halt mal konsultieren während der Ausarbeitung. Aber dass man das Grundgerüst erstmal fertig hat, dann mit dem Steuerberater bespricht und dann wieder in Austausch mit dem Produktmanager geht und sagt, okay, so wäre es fachlich. Jetzt schau mal, was du daraus machen möchtest, weil dazu gehört ja dann auch noch viel mehr als nur die Steuerlogik. Das ist ja dann nur ein kleiner Teil, ist vielleicht für den Steuerberater natürlich der wichtigste Teil, Ja. aber für den Produktmanager ist das ja nur ein kleines Puzzleteil, das er versucht zu koordinieren, weil dann geht es ja auch ums Design, ums Marketing und generell auch um die Anforderungen der Kunden, also der Mandanten. Für den Steuerberater ist das vielleicht auch immer, sieht Also ein Steuerberater sieht einen Mandanten anders als ein Produktmanager, weil für den Ja. Steuerberater ist das, ja, ich meine, vielleicht ein Partner auch in einer gewissen Hinsicht, aber auch ja einfach jemand, den er bedienen muss und dem er auch, sag ich mal, Rechenschaft ablegen muss und für den er haftet. Und der Produktmanager sieht das vielleicht eher als User, der glücklich sein muss und dessen Anforderungen erfüllt werden müssen. Und deswegen gibt es da schon jetzt nicht Spannung, aber auf jeden Fall unterschiedliche Sichtweisen auf das, was man eigentlich benötigt. Ja, genau das, was du beschreibst. Ich glaube, so, um mal zwei Extrembeispiele zu nennen, ist einmal Elster Online. Da sieht man sehr, wenn man sich bei Elster Online einloggt, und da wird mir auch ehrlicherweise niemand aus der Steuerberatung widersprechen, das ist nicht besonders nutzerfreundlich. Aber ist es halt besonders genau. Das heißt, man kann eigentlich sagen, Elster Online ist ein Beispiel für eine Software, die sehr aus der Perspektive eines Steuerrechtlers gebaut worden ist und aus der Perspektive auch eine tolle Software ist. Das ganz andere Extrem sind so diese unglaublich super einfachen Steuererklärungs-Apps, die man so auf dem Smartphone hat. Zum Beispiel Steuerbot. Weiß ich sogar, Gründer kenne ich. Steuerbot wurde von auch nicht steuerfachlichen Leuten gebaut. Die kommen sehr übers Design, weil sie sagen, wenn ein Mensch keine Lust hat, diese Software zu bedienen, dann kann sie auch fachlich noch so gut sein, es wird sie halt keiner bedienen. Und Steuerbord richtet sich als Angestellte, das sind sowieso Leute, die freiwillig eine Steuererklärung machen, nicht weil sie gesetzlich das machen müssen. Und das ist so genau, ja, wie du sagst, nicht ganz Spannungsfeld, aber es gibt halt mehrere Interessen in dieser ganzen Gleichung und nicht nur, dass es fachlich richtig ist. Das ist so Grundvoraussetzung, aber das ist keine Meinung oder keine Position, sondern ein Produkt oder eine Software muss deutlich mehr können, als einfach nur fachlich richtig sein zu sein. Ja, da habe ich also auch eine kleine Anekdote bei mir persönlich. Jetzt Anfang des Jahres habe ich meine Steuererklärung 23 halt gemacht und also gucke mir natürlich auch immer andere Software an und so. Und dieses Jahr wollte ich mir nochmal Steuerbot und Taxfix anschauen. Hab mir dann und gleichzeitig aber mache ich es eigentlich immer mit Elster, weil für Ja. mich ist es halt straightforward und ich weiß, wo Ja, ich. genau, weil du aus der fachlichen Ecke kommst, du weißt, wie ein Steuerrechtler denkt. Genau, und dachte mal, ich meine, vielleicht ist es ja trotzdem einfacher mit Steuerbord, kann man ja mal machen. Und bin dann da aber ein bisschen verzweifelt, einfach weil es mir zu langsam war dann in der Ausführung und ich quasi halt durch den Chat mich klicken musste und hier was eingeben und dort was eingeben. Es war, also ich kann voll verstehen, dass Leute das super finden und das ist auch ein mega cooles Tool, auch von der Design- und UX-Language so.
finde ich es toll. Aber da habe ich einfach gemerkt, okay, ich komme einfach aus dem Steuerbereich. Ich brauche das, mein Elster. Und ich glaube, also ja, weil du in eine bestimmte Art und Weise denkst und du hast diese Struktur, wie sie halt, wie zum Beispiel das Recht gebaut ist. Und so denkt halt ein normaler Angestellter jetzt nicht, der hat nicht das Wissen wie du. Und für den ist erstmal wichtig, überhaupt herauszufinden, was kann man denn absetzen. Die Frage wirst du dir nicht stellen, wenn du vor deiner Einkommensteuererklärung sitzt. Ja. Und das ist faszinierend. Also ich persönlich habe das Erlebnis auch, als ich irgendwann mich selbstständig gemacht habe und dachte, ich nutze mal Lexware für meine eigene Buchhaltung und ständig Funktionen gesucht habe, die aber anders genannt worden sind. Und zwar einfach, ich würde mal sagen, umgangssprachlich so genannt werden, aber halt steuerfachlich, rechtlich eigentlich anders heißen. Und ich habe mich immer unglaublich, ich habe Zeit verloren ohne Ende, indem ich Funktionen gesucht habe, die aber in dieser Software anders heißen. Und ich glaube, das kennt jeder, auch jeder, der in der Steuerberatung arbeitet, der dann mal mit irgendwelchen Vorsystemen von Mandanten zu tun hat, um da Daten, um Einstellungen vorzunehmen oder Daten rauszuholen und so weiter, dass das immer irgendwie so ein bisschen anders ist. Und damit das gut funktioniert, gibt es ja genau diese Rolle, von der du gesprochen hast, Produktmanager. Und deine Reise war ja so ein bisschen, du warst 100% so quasi in der Steuerberatung, in der kleinen Kanzlei sowieso, aber auch bei Kontist in der Kontist-Steuerberatung. Und dann ging dein Weg so ein bisschen immer mehr Richtung Produkt. Das heißt, du warst erst eine Schnittstelle zwischen den Produktmanagern und dem Steuerberater quasi. Und dann hast dich irgendwann auch dem Produktteam angeschlossen und bist gefühlt, die Reise ging immer mehr Richtung Produkt. Hast du das bewusst gemacht oder hat sich das einfach so ergeben, weil du es gerne gemacht hast oder weil du derjenige warst, der das am besten konnte? Wie kam das zustande? Ein bisschen beides, würde ich sagen. Also ich finde Software generell immer schon interessant so. Deswegen wollte ich ja auch zu Kontist, weil das sich schon interessant angehört hat. Und habe dann da halt diese ganz neue Welt kennengelernt, dass wir ein eigenes Produkt bauen. Also eigentlich genau das, was ich immer wollte. Und das dann noch in Kombination mit Steuern. Super, so, das war 100% Match. Und dadurch, dass ich mich eben, sag ich mal, so positioniert habe intern, dass ich immer Dinge ausgearbeitet habe, dann eh schon mit dem Produkt im Gespräch war eh die Verbindung schon da. Ich habe mit den Produktmanagern laufend zusammengearbeitet, konnte auch mal dann teilweise an Plannings und Sprints teilnehmen in Kontist, um die Entwickler auch mal kennenzulernen, die das dann umsetzen. Vielleicht übersetzt du einmal, was sind Plannings und Sprints? Ja, also Plannings sind quasi Teil des Sprints und ein Sprint ist quasi ein Zeitraum, in dem man gewisse Produktfeature umsetzen möchte. Okay. Und in dem Planning plant man dann zusammen mit den Entwicklern und auch gegebenenfalls den Designern die Tickets, also kleine Aufgaben für die Entwickler, was man in einer, zwei, drei Wochen umsetzen möchte. Genau. Ja. Ja, und dann hast du da teilgenommen und das war dann auch, also deine Rolle ist nach wie vor so die, quasi der Dolmetscher, quasi im Produktteam, aber Richtung Steuerberater, quasi die Anforderung, die steuerrechtliche Anforderung so zu übersetzen, dass die Software nicht am Ende so aussieht wie Elster Online. Genau, ich meine, das ist ja genau die Herausforderung oder die Kunst dann auch. Also wenn ich jetzt an ein neues Feature rangehen würde, dann würde ich vielleicht erstmal genauso wie Elster denken, weil dann hat man erstmal alle Anforderungen und alle Sachen aus den Gesetzen parat. Und dann muss man das aber nehmen und sagen, okay, wie versteht das jetzt jemand, der damit gar nichts zu tun hat? Das ist, glaube ich, zum Beispiel auch eine Stärke von Kontist, möglichst ein einfaches Interface zum Beispiel zu bieten und mit einfacher Sprache zu arbeiten. Und genau das quasi ist dann Teil meiner Rolle, diese Übersetzung vorzunehmen. Und dadurch, dass ich halt viel in der Steuerberatung für unser internes Tool schon vorbereitet und ausgearbeitet hatte, habe ich jetzt bei Kontist, wo wir auch unsere Software-Tools, also ähnlich zu LexOffice-Tool entwickeln, haben wir da halt viel lernen und mitnehmen können aus dem Steuerberatungsumfeld. Und da bin ich quasi dann der Ansprechpartner, wenn es mal wieder um steuerrechtliche Fragen geht, weil direkt in dem Produktteam ist halt sonst niemand, der das richtig in der Ausbildung gelernt hat. So gesehen, die kennen sich natürlich trotzdem aus, aber wenn es hart auf hart kommt, dann gucke ich auch mal ins Gesetz. Ja,
Und ich glaube, was gut herausgekommen ist, ist so die unterschiedlichen Interessen oder die Anliegen, die Anforderungen an eine Software, was man in so einem Team auch nie vergessen darf. Es ist auch nicht nur die unterschiedliche Sprache im Sinne von Fachvokabular, sondern es ist, ich glaube, jedes Softwareunternehmen in Deutschland wird nicht nur ausschließlich aus deutschen Programmierern bestehen, weil Deutschland einfach gar nicht so viele deutschsprachige Programmierer, also so viel gibt es gar nicht im deutschsprachigen Raum, wie deutsche Softwareunternehmen an Programmierern brauchen. Das heißt, man arbeitet in der Regel eigentlich überall immer mit sehr internationalen Teams. Das heißt, es übersetzt ja jemanden aus einer vollkommen anderen Disziplin, auch aus vielleicht aus einem Land, in dem das Ganze überhaupt gar kein Problem ist, was wir gerade versuchen zu lösen, übersetzt du die Fachlichkeit plus die Sprache. Das heißt, das ist wirklich eine Schnittstellentätigkeit, wo du ganz viel Dolmetsch-Übersetzungsarbeit leisten musst, sowohl fachlich, inhaltlich, aber halt tatsächlich auch sprachlich. Nur so für die Vorstellung, für diejenigen, die noch so gar nicht in dem Software-Rahmen arbeitet und du sprichst, das weiß ich, auch sehr stellvertretend für genau die ganzen Gäste, die wir auch in der Vergangenheit schon hatten, wo das aber nicht so explizit Thema war. Und deswegen dachte ich mir, das müssen wir mit dir mehr auseinandernehmen, weil du hast quasi den Schritt noch weiter gemacht. Klar, du bist erst angestellt in einem Produktteam. Vielleicht da noch die wichtige Frage, bevor wir zu dem nächsten Punkt kommen. Was ist da, welches Ziel verfolgst du? Ist dein Ziel denn irgendwann Code zu schreiben? Also gehst du den Weg von Steuerberatung zu einem Softwareentwickler immer weiter oder sagst du, nee, das Vordenken und nochmal gar nicht abwerten, sondern dieses Aufbereiten und das da an dieser Schnittstelle, da fühlst du dich am wohlsten. Hast du da ein Ziel, wo du hin möchtest? Ja, ist eine gute Frage, also eine schwierige Frage, weil das auch vielleicht gerade das ist, was quasi in meinem Lebensabschnitt gerade dann die Entscheidung ist. Also was macht man jetzt eigentlich? Ja. Also ich finde diese... Also es war super hilfreich, dass ich jetzt in der Produktentwicklung da nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen habe. Also halt erst die Steuerberater-Sicht, dann die Produktsicht und das waren halt komplett andere Welten eben, weil der Produktler eben sich den Kunden anguckt und mit ganz vielen Leuten interagiert im Unternehmen. Und das hat mir auf jeden Fall ja viel neue Einblicke gegeben. Jetzt ist die Frage, geht man halt noch weiter in die Richtung, auch ganz weg von Steuern, könnte man ja auch sagen, okay, ich habe jetzt Produkt gelernt oder lerne es und in 2-3 Jahren kann man dann sagen, okay, ich mache jetzt Banking oder ich mache erneuerbare Energie. Das nächste große Thema ist nachhaltige erneuerbare Energie, Solaranlagen und künstliche Intelligenz. Du könntest jetzt auch... weil Produkt an sich ist ja, sage ich mal, relativ branchenunspezifisch, das kann man ja überall machen, ist also auch super flexibel. Aber andererseits, bei mir persönlich gerade zumindest, ich finde diese Steuergeschichte schon ziemlich interessant. Ich mag es einfach quasi, die Anforderungen durchzulesen und so umzusetzen, dass es eben für Menschen, die das nicht so gut verstehen oder sich überhaupt gar nicht damit beschäftigen wollen, dass die es relativ einfach haben, gerade dann halt auch Selbstständige wie bei Contest, also Einzelunternehmer. Das macht mir schon sehr viel Spaß und deswegen gerade fühle ich mich sehr wohl an dieser Schnittstelle und mal schauen, was die Zukunft bringt. Was ich mir vorstellen kann, was unglaublich befriedigend ist und das kenne ich gar nicht aus eigener Erfahrung, sondern das kann ich mir einfach nur gut vorstellen, dass man im Alltag hat man immer Aufgaben und da wird wahrscheinlich jeder mir zustimmen, wo man sagt, jetzt machen wir das schon wieder so. Man müsste das nur einmal sinnvoll zu Ende denken und einfach einmal gründlich machen und dann haben wir einen Prozess oder dann haben wir eine Checkliste oder dann haben wir eine Art und Weise, wie wir ein Problem lösen. Weil wir dafür keine Zeit haben im Tagesgeschäft, müssen wir es jedes Mal irgendwie zusammenbasteln oder jedes Mal improvisieren, jedes Mal irgendwie machen. So, und ich glaube, solche Situationen hat irgendwie jeder im Alltag, wo man dieses Gefühl hat. Und dein Job ist es ja quasi genau das zu tun. Du nimmst dir nur die Dinge, die man einmal zu Ende wirklich gut durchdenken müssen und dann wird das wirklich gelöst und dann ist es anschließend fertig. Das heißt, du bist gar nicht so sehr in diesem Zyklus, in dem ganz viele Steuerfachangestellte sind, im Sinne jeden Monat unsere Steuervoranmeldung und nächsten Monat dann halt wieder unsere Steuervoranmeldung und auch relativ ähnlich alles gleich, sondern du löst zugrunde liegende Probleme. Nicht allein, aber du bist derjenige, der es einmal grundsätzlich durchdenkt und aufbereitet, dass es in Zukunft dann besser ist oder einfacher ist oder vielleicht auch gar nicht mehr ist, weil man es anders macht in Zukunft. Das stelle ich mir tatsächlich in dem Produktbereich unglaublich schön und befriedigend vor.
Kannst mir gerne widersprechen. Ist das ein romantischer Blick auf diese Tätigkeit? Ich denke, es beschreibt es schon ganz gut. Natürlich, manchmal will man halt auch was verändern und dann ist es viel komplexer, als man sich das vorstellt. Dann ist natürlich, gibt es auch, aber grundsätzlich beschreibt es das schon ganz gut. Und vielleicht, wenn man jetzt nochmal zurückspringt, wie ich da hingekommen bin, genau das waren auch halt Sachen, die ich von Anfang an gemacht habe. Nicht jetzt quasi schon direkt in der Produktentwicklung, aber auf kleiner Ebene. Auch wenn man einfach nur an irgendwelche Tabellen denkt oder so. Oder okay, wir machen hier jetzt immer das mit dieser Tabelle, aber eigentlich könnte man die Tabelle schon mal verbessern. Und so habe ich mich quasi nach und nach immer an größere Aufgaben gewagt. Und am Anfang war es vielleicht nur eine kleine Tabelle und jetzt ist es halt, okay, wie bauen wir die EWR, dass es steuerrechtlich passt. Und ich glaube, da diese Tätigkeit oder diese Problemstellung hat ja auch jede Kanzlei. Also jede Kanzlei arbeitet ja mit irgendwelchen Vorlagen, irgendwelchen Berechnungstools. Ich erinnere mich auch noch so ein bisschen an meine Zeit bei KPMG. Da haben wir so Kapitalertragsteuererklärungen gemacht. Die haben wir auch per Hand einfach alle ausgefüllt, ganz am Anfang, bis irgendeiner gesagt hat, so, oder das, ich war aufgrund von einem Mandanten, haben wir 2-3 Wochen das ganze Team gewartet, wo wir gesagt haben, oh, in den 2-3 Wochen könnten wir eigentlich mal unsere Vorlage verbessern, dass das in Zukunft ein bisschen schneller geht. So dieses einfach das zu entwickeln. Und bei einigen Kanzleien wird das vielleicht nie gemacht, hoffentlich nicht, bei anderen, aber zumindest mit Excel-Automatisierung und dann gibt es ja auch diverse Tools. Man kann mit Excel viel automatisieren, man kann jetzt mit Microsoft Copilot vielleicht noch ein bisschen mehr machen, dann gibt es Automate, dann gibt es irgendwelche Tools wie Zapier oder Make oder, also man kann ja gefühlt immer mehr bauen, bevor man anfängt, jetzt haben wir ein Softwareentwicklungsteam, was dann ab einem gewissen Grad aber der logische nächste Schritt ist, dass man sich halt mal einen Entwickler dazu holt oder 2 oder 3 oder ein ganzes Team und dann sagt, okay, wir lösen halt mal Probleme noch mal effizienter und dadurch sparen wir dann vorne quasi in der operativen Zeit, weil wir halt dann, keine Ahnung, für die Umsatzsteuervormeldung oder die Einnahmenüberschussrechnung, keine Ahnung, 2 Stunden pro Fall weniger brauchen oder so. Und darüber lohnt sich das dann in der großen Masse dann halt, sich das einmal vernünftig anzuschauen. Ja, ich finde, da sprichst du auch schon was ganz Richtiges an, um diese Aufgaben halt aber auch anzugehen und nicht in diesem monatlichen oder quartalsweisen oder jährlichen Trott zu bleiben, muss es halt auch jemand geben, der die Zeit gibt oder organisiert für jemanden, der sich dann damit beschäftigen kann. Und das war halt auch eben was, wo ich das große Glück hatte, dass ich dabei Contest die Unterstützung auch bekommen habe, zum Beispiel, um eben mir Gedanken über Logiken oder Flows zu machen, die dann die Automatisierung halt ermöglichen. Und deswegen, da kann man auch auf der Ebene, selbst wenn man vielleicht das selber nicht machen möchte, jetzt vielleicht, wenn man schon mehrere Jahrzehnte oder Jahre im Beruf ist, einfach zu erkennen, okay, ich möchte das selber nicht machen, aber ich sehe, das ist notwendig. Ja. Aber und jetzt gebe ich einer heranwachsenden Person genau diesen Freiraum, der benötigt wird, um dann langfristig halt davon zu profitieren. Also, ja. Da würde ich super gerne deine Einschätzung auch immer hören, weil Steuerrecht ist ja sehr schematisch deswegen, weil das Produkt ja gesetzlich vorgeschrieben ist. Das ist jetzt ja nicht wie ein iPhone, dass jedes Jahr müssen die sich irgendwelche Innovationen ausdenken, was denn das Endprodukt besser können muss als die letzte Version. Das ist bei so einer Steuererklärung oder so einem Jahresabschluss ja nicht gegeben. Mein Jahresabschluss ist nächstes Jahr nicht besser, weil er mehr Funktionen hat, sondern weil die Zahlen besser sind. Also der Inhalt ist besser, aber die, man hat nicht so diesen Innovationsdrang im Sinne von, dass das Produkt muss besser werden am Ende, sondern das ist gesetzlich vorgeschrieben, wie so eine Struktur von so einer Bilanz aussieht. Das heißt, die Innovation, gerade im Bereich Steuerberatung, geschieht ja vor allen Dingen dadurch, dass dieses, ich würde mal sagen, vorgegebene Endergebnis möglichst effizient erreicht wird. Das heißt, mit wenig Ressourcenaufwand. Und da führt ja früher oder später kein Weg daran vorbei, sich mit Technologie und Automatisierung zu beschäftigen. Denkst du, dass dein Weg, Dinge einmal grundsätzlich zu durchdenken, Tools zu bauen, und wir müssen da nicht über Software reden, sondern eine Excel-Lösung, ein Excel-Sheet, was automatisch was berechnet, ist ja auch schon ein Werkzeug, mit dem man sein Ziel effizient erreicht. Das ist ja eigentlich ein Berufsbild, das es in jeder Kanzlei geben sollte. Auch wenn man die nicht Produktmanager nennen würde, ist doch davon auszugehen, dass mit zunehmender Technologisierung das wahrscheinlich ein erheblicher Anteil in jeder Kanzlei sein wird, oder nicht? Ja, also das denke ich auch.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke ja. und mal angenommen, ich würde noch Steuerberater werden wollen, was ich ja derzeit noch nicht bin und ich bräuchte auch noch ein Jahr Studium oder ein Jahr konkrete Praxis, aber mal angenommen, ich würde das angehen, dann würde sich ja genau diese Frage stellen, wie baut man überhaupt eine Kanzlei in der Zukunft? Also ja. Macht man das halt, wie man es kennt, aus der Ausbildung oder geht man da neue Wege? Und meine Antwort jetzt darauf beschreibt es wahrscheinlich, wie ich das sehe, ist mein erster Angestellter wäre halt ein Entwickler und keine Steuerfachkraft. So. Also ja. Ich wäre der Steuerberater und dann würde ich mir jemanden als Entwickler suchen und von da ausgehend dann weiterarbeiten. Also je nachdem natürlich, ja. wie groß man das aufziehen kann oder will. Aber mal angenommen, man arbeitet einfach alleine und will sich noch jemanden dazu holen, dann würde ich eher quasi mir einen Entwickler dazu holen als jemand anderen, um von Anfang an wirklich in die Technologie drumherum zu investieren und dann darüber hinaus, dass man die Steuerberatung halt eher als ein Softwareunternehmen denkt auch. Also vielleicht bin ich da auch jetzt ein bisschen beeinflusst, weil ich es eben hauptsächlich durch Contest erfahren habe, aber so würde ich da rangehen und deswegen denke ich auch, dass das der richtige Ansatz ist, ob das jetzt ein Entwickler direkt ist, sei ja mal dahingestellt, aber eben, dass es Leute gibt in jeder Steuerberatung, die sich zumindest mit den vorhandenen Tools auseinandersetzen und da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren auch noch viel Entwicklung erleben, was vielleicht gerade alles noch ein bisschen Hype ist, auch alles so rund um AI, da gibt es schon super viel, aber wir sind halt da wahrscheinlich ganz am Anfang und das wird sich dann noch in der Zukunft ein bisschen beruhigen und dann kommen wir zu den praktischen Sachen, die man dann machen kann. Und da muss sich ja auch jemand auskennen in der Tool-Landschaft, die es überhaupt gibt. Also man muss ja überhaupt wissen, dass es eine coole Software für diesen Fall gibt. Und das passiert eben nur, wenn es Leute gibt, die sich damit laufend beschäftigen. Deswegen auf jeden Fall sollte das eine etablierte Stelle sein, wie man die nennt, ist quasi eigentlich egal. Es muss nur das Interesse vorhanden sein. Ja. Ja, aber gut, ich glaube auch, du sagst, du bist eventuell ein bisschen beeinflusst, kann ich natürlich nicht sagen. Jeder Mensch hat ja so seine subjektive Brille von dem, was man so kennt. Und was du ja auch sagst, ist, wenn du Steuerberater wärst, wäre dein erster Mitarbeiter. Das heißt, dein erster Mitarbeiter bist ja erstmal du. Das heißt, du hast erstmal einen Steuerberater und dann würdest du einen Softwareentwickler dazu holen. Und ich glaube auch, in der Kombination ist es das. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass jetzt die Technologie, die Steuerberatung, 1:1 ablösen wird. Ich glaube, dafür gibt es dann noch zu viele auch zwischenmenschliche Bedürfnisse und auch vor allen Dingen auch das Verständnis von dem Recht. Und das Recht ist ja jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Es ist ja sehr dynamisch, ändert ja sich ja ständig auch irgendwas. Das heißt, dieser Entwicklungsprozess auch von Software und dem effizienter werden, das ist ja nie abgeschlossen. Man denkt sich das Finanzministerium für nächstes Jahr was Neues aus, irgendeine Grundsteuererklärung oder es kommt eine weltweite Pandemie und dann gibt es irgendwelche Hilfen, die beantragt werden müssen, nur über Steuerberater oder dann gibt es E-Invoicing und all solche Sachen und schon gibt's ja wieder eine neue Baustelle, etwas zu bearbeiten. Von daher ist dieser Entwicklungsprozess ja in der Form nie abgeschlossen, aber er wird, glaube ich, immer auf einer immer etwas höheren Ebene fortgesetzt. Ja, also ich bin auch jetzt kein Fan davon zu sagen, in 5 oder keine Ahnung, in 1, 2, 5 Jahren haben wir jetzt irgendein Tool, was alles automatisch macht und es braucht überhaupt gar keinen Steuerberater mehr oder jemand, der sich mit der Materie auskennt. Das glaube ich nicht, dass es so kommt. Also wir werden uns halt alle weiterentwickeln und weiterentwickeln müssen, aber das Zwischenmenschliche vielleicht auf der einen Seite, aber auch generell Software zu bauen, die halt auch Dinge kann, erfordert halt zumindest derzeit immer auch noch jemanden, der erstmal weiß, wie es geht. Vielleicht ändert sich das in 10, 20 Jahren mit AI und so weiter, aber erstmal denke ich, man sollte halt nicht das zu sehr überschätzen, was quasi die ganzen neuen Entwicklungen jetzt schon können. Aber hinten raus wird sich da auf jeden Fall super viel tun. Deswegen, also kurzfristig erstmal vielleicht noch ein bisschen locker bleiben und alles beobachten, was es so gibt und wie die Entwicklung passiert und auch am Ball bleiben. So ist es ja nicht. Aber hinten raus wird sich viel verändern. So sehe ich das auf jeden Fall. Und das Thema vielleicht mit der Zwischenmenschlichkeit würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe,
ein großes Thema ist ja immer Beratung auch. Also Kunden wollen Beratung, Steuerberater werben halt immer, dass sie ja die Beratenden sind. Und es gibt halt Steuerberater, die beraten und Steuerberater, die nicht so viel beraten. Ist auch manchmal halt dem geschuldet, dass eben super viel Arbeitslast auf die Steuerberater zugekommen ist, gerade in den letzten Jahren. Ja. Aber vielleicht kann man sich in Zukunft auch ein bisschen anschauen, was ist überhaupt Beratung? Also was erwarten Menschen von der Beratung? Und gerade jetzt, wenn wir von der neuen Generation sprechen, also meine Generation und Jünger, die jetzt heranwachsen, vielleicht verstehen die auch was anderes unter Beratung als jetzt die jetzige Unternehmergeneration, die 40, 50 ist. Ja, ja. Und dass man dann, vielleicht ist Beratung halt für jemand Jüngeres auch einfach ein Dashboard zu haben, ja. wo quasi alle Kennzahlen geliefert werden, die erstmal wichtig sind. Und dann kann man ja immer noch zusätzlich auch ein Jahresgespräch haben oder so. Also ich bin jetzt nicht, also ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie das eine komplett mit dem anderen ersetzen muss oder so, sondern die Kombination wird es wahrscheinlich immer benötigen oder auch die wird von Vorteil sein. Aber so das Laufende kann man vielleicht auch digitaler denken, wenn man eben herausgefunden hat, was der Kunde eigentlich will, was ist für den Kunden überhaupt Beratung. Und da enden wir vielleicht auch schon wieder so ein bisschen bei dem Produktmanager, der halt vom Kunden wissen möchte, was willst du eigentlich, welches Problem hast du eigentlich? Und das wahre Problem, nicht so, ich brauche Beratung, sondern die Frage ist, genau. Was ist das tatsächliche Anliegen? Also was ist die Intention dahinter? Ganz genau. Und der Steuerberater sieht es halt erstmal nur aus, ja okay, ich habe schon immer beraten und mache das jetzt auch weiter, was ja auch super ist. Aber eben, ja, vielleicht ändert sich der Kunde auch halt ein bisschen im Laufe der Zeit. Deswegen ist zumindest ein Ansatz, den man mal ein bisschen durchdenken kann. Finde ich super spannend. Ich habe vor kurzem ein Gespräch darüber gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext. Es könnte also durchaus sein, dass es in einem der früheren Podcast-Folgen war, wie sich Tante-Emma-Läden, Kaufmannsläden irgendwann in die heutigen Supermärkte und Discounter entwickelt haben. Und das war ja auch irgendwann. Früher ist man beim Einkaufen halt hingegangen, da ist man direkt in so einen Tresen gelaufen und da stand da hinter einem Tresen einer, der hat einem jetzt gefragt, was möchten Sie denn haben? Und dann musste man aus dem Kopf oder aus dem Zettel vorlesen, was man dann hätte. Und dann ist die Person hinten ins Lager gegangen und hat die ganzen Sachen zusammengepackt, um halt dann das über Tresen zu reichen. Und heute ist so vollkommen absurde Vorstellung von dieser Service, den muss man halt bieten in einem Krämerladen oder so. Das war normal. Und als dann Supermärkte gekommen sind, ist das auch vollkommen unvorstellbar. Das wird sich nicht durchsetzen. Die Leute wollen ja den Service haben. Sie wollen ja die Beratung haben. Aber wenn ich mir heute vorstellen würde, würde heute jemand mit einem Konzept kommen und sagen, du gehst einfach in einen Laden rein und trägst dann einer Person vor, die was du haben willst, und der geht dann ins Lager und sucht das für dich raus. Vollkommen absurd und überhaupt nicht vorstellbar und auch nicht zeitgemäß, weil ich mich selber entscheiden, ich will mich informieren, ich will das lesen, was da draufsteht und warum sollte ich überhaupt irgendwo hingehen und dann aber auch nur bis zum Tresen und dann macht der andere aber den letzten 3 Meter und so ein unoffizielles Denken und daran musste ich so ein bisschen denken, als du gesagt hast, was ist eigentlich wirklich Beratung oder was ist eigentlich das zugrunde liegende Bedürfnis? Weil auch mit dem Argument hat man irgendwann bei Krämerläden, Tante-Emma-Läden gesagt, nee, die werden nicht abgelöst. Diese Supermärkte, das ist viel zu anonym und groß und das wollen die Leute gar nicht. Und trotzdem hatten ja Leute ein gewisses Bedürfnis. Manchmal war es auch Menschen, etwas zu fragen, manchmal war es aber auch einfach dass die Zurverfügungstellung der Sachen. Wenn du zum Beispiel sagst, manchmal sind es einfach nur Informationen und wenn die Informationen gut durchsuchbar und gut konsumierbar, gut verständlich zur Verfügung gestellt werden, dann ist das auch schon Beratung. Jetzt nicht nach Definition des Steuerberatergesetzes, aber es erfüllt hat die gleiche Daseinsberechtigung, erfüllt das gleiche Bedürfnis, was auch eine Beratung erfüllt. Und da finde ich, das, was du sagst, musste ich sehr, sehr dran denken, an dieses Bild. Und wer weiß, wie wir in 50 Jahren auf 2024 zurückblicken und darüber denken, was wir damals dachten, was wohl Beratung wäre. Dass sich das verändern wird, ist ja 100% klar. Weil auch wenn wir heute 50 Jahre zurückdenken und uns anschauen, wie wir vor 50 Jahren in der Steuerberatung gearbeitet haben, hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute tun. Im besten Fall, ja. sehr, sehr, sehr spannend. Diese ganzen, diese sehr analytische Blicken auf,
auf dem, was quasi der Kunde will, was steuerrechtlich erforderlich ist. Und abschließend müssen wir auf jeden Fall einmal noch darüber sprechen. Du hast gesagt, du bist jetzt quasi im Produktteam. Es gefällt dir für jetzt, heute auch die Art der Tätigkeit. Du bist also nicht Softwareentwickler oder Produktmanager für irgendwelche Solaranlagen-Startups oder Smart-Home-Anwendungen. Du hast aber quasi neben deinem Job auch ein Tool gebaut, also quasi eine eigene Software. So ein bisschen fast vergleichbar mit dem, was ich gesagt habe. Du siehst ein Problem, du baust also erst eine Excel-Lösung und so weiter. Das heißt, du hast jetzt nicht nur deinen spannenden Job, sondern du hast auch, bastelst selber an einer Lösung. Vielleicht magst du darüber kurz was sagen und was die Motivation dahinter ist. Ja, also genau. Es ist ein Steuertool, nennt sich Steuersafe und richtet sich halt hauptsächlich an Selbstständige in Deutschland, eben aufgrund des deutschen Rechts. Und was das Tool macht, ist eigentlich die Unsicherheit, die Selbstständige erfahren, was Steuer- und Versicherungszahlungen angeht, so ein bisschen aufzuheben, indem es quasi die Funktion bietet, dass man als Selbstständiger dort in diesem Tool seinen Gewinn einträgt und dann kriegt man auf einen Schlag quasi eine ungefähre Hochrechnung oder Berechnung der Steuerlast, also sowohl Einkommensteuer, Gewerbesteuer, aber auch, und das wird ja auch oft vernachlässigt, Krankenkassenbeiträge, gegebenenfalls Rentenversicherungsbeiträge, Kirchensteuer, Soli natürlich auch und auch vielleicht, wenn man einen Nebenjob hat, dass man auch sieht, wie das sich dann verhält. Und genau dieses Tool ist kurz gesagt vielleicht so eine Art Lohnsteuerabrechnung für den Selbstständigen, weil man eben einen Überblick bekommt, was ist eigentlich mein Netto am Ende des Tages. Und genau da das mache ich nebenbei, natürlich inspiriert von dem, was ich gesehen habe in der Vergangenheit, die Probleme der Selbstständigen, und da kommt halt immer wieder dieser Punkt hoch, was muss ich jetzt zurücklegen, was sind eigentlich die Steuerzahlungen, die ich leisten muss, kommt dann noch mit der Krankenversicherung was auf mich zu, und genau diesen Punkt sich halt als einen der größten, neben vielleicht der generellen Bürokratie, aber den kann ich halt erstmal nicht anpacken. Schwierig komplett zu lösen. Das Bild wechseln in die Politik wahrscheinlich, aber das andere Problem kann ich angehen, indem ich einfach ein einfach zu bedienendes Tool anbiete, gerade auch, weil es ist ja jetzt nichts grundlegend Neues, so ein Berechnungstool. Es ist ja, mehr ist es ja so gesehen erstmal nicht, aber es gibt ja einen Gewerbesteuerrechner bei LexOffice, dann gibt es von der TK einen Krankenversicherungsrechner für Selbstständige. Ja. Aber es sind halt 10 Rechner auf 10 Webseiten, manche davon mit Werbung zugekleistert. Und es ist ja keine schöne Experience. Und deswegen bin ich auf dieses Tool gekommen. Und das ist halt erstmal nur der Anfang, um zu schauen, ist meine Vermutung richtig? Löse ich hier ein Problem? Um da auch wieder drauf zurückzukommen. Also ist das wirklich etwas, was Selbstständige stört, was sie gelöst haben wollen? Und wenn ich das validiert habe, dann kann man noch mal einen Schritt weiter gehen, weil derzeit ist es halt nur ein ganz normales Google Sheet, wo ich Formeln quasi hinterlegt habe. Ist ein komplexes Google Sheet, aber trotzdem nur ein Google Sheet und dient quasi erstmal als Validierungsform. Und dann kann man darauf aufsetzend vielleicht auch nochmal weitergehen in Zukunft. Und ich finde, genau das finde ich als Beispiel so super spannend, weil am Ende machst du ja genau das, worüber wir gesprochen haben. Am Ende baust du damit gerade eine Software. Und für ganz viele Leute, die jetzt nichts mit Software zu tun haben, ist so, Softwareentwicklung ist so ein Riesen. Ich glaube, viele Steuerberater fühlen sich in Bezug auf Softwareentwicklung genauso wie normale Menschen sich in Bezug auf Steuerrecht fühlen. Das ist so eine riesen Blackbox. Das ist ein Riesending, was schwierig anzugehen ist. Und du zeigst mit dem Tool und auch jetzt in dem Gespräch, wie einfach und niedrigschwellig das eigentlich ist. Weil sobald ich ein kompliziertes Excel, also auch ein einfaches Excel-Tool, ist schon mal ein, in Anführungszeichen, Produkt irgendwie, eine technische Lösung. Und
wenn du sagst, wenn du merkst, okay, du löst damit ein echtes Problem, dann wird es mit Sicherheit auch möglich sein, da ein paar Euro für zu nehmen und schon machst du Umsätze und schon könntest du auch überlegen, ist das vielleicht ein Google Sheet vielleicht die beste technische Grundlage oder kann man das auch in andere Formen in Codezeilen schreiben oder muss das in einem App Store sein oder muss das irgendwo anders platziert sein, im Bankkonto oder im Buchhaltungsprogramm oder was auch immer. Das heißt, genau so funktioniert ja Softwareentwicklung. Und nicht jeder muss den Weg bis ganz zum Ende gehen, dass man jetzt sagt, man hat jetzt eine App im App Store. Muss man ja nicht machen. Softwareentwicklung startet ja genau da, wo du gerade auch gestartet hast. Und ich glaube, dafür ist das einfach ein wunderschönes Beispiel. Und das würde ich auch gerne allen Zuhörern einfach so als Inspiration auf den Weg gehen, dass das gar nicht so eine riesengroße Blackbox ist, dass man tatsächlich relativ einfach starten kann, genauso wie du das gemacht hast. Deswegen vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick. Schaut unbedingt bei Steuersafe einmal vorbei, guckt euch das an. So funktioniert quasi Softwareentwicklung am lebenden Beispiel. Wenn man dann in 3 Monaten, 6 Monaten nochmal vorbeischaut, dann sieht man gleich die nächsten Erweiterungsstufen. Genau. Vielen, vielen Dank, Dennis. Waren sehr spannende Perspektiven. Ich glaube, das ist das Spannendste, dass du einfach eine andere Perspektive auf die Dinge hast, als viele andere Steuerfachangestellte, die halt Jahresabschlüsse oder Umsatzsteuervoranmeldungen machen. Was auch wichtig ist, aber es ist halt eine ganz andere Art der Weise des Herangehens. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Und ja. Ja, vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank natürlich an die lieben Hörer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn alle den Podcast vielleicht abonnieren würden, eine kurze Bewertung schreiben würden. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.